Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Stolz der Horde anzunehmen bei Blutwache Herokill in der Drachenöde an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch ist für dieses Questgebiet. Ich denke aber, das Video hilft euch auch in VOTLK Classic. Wie ihr seht, durch die Gegner einfach mit einem Schlag töten. Die großen Spinnen zählen nicht zu Quest, nur diese kleinen. Diese Wegelagerer. Seht ihr, so Krabbler, die zählen zu Quest. Bin jetzt schon bei 6. Und jetzt brauche ich noch 8. Dann fliege ich mal in diese Richtung. Ja, ich kann fliegen, aber ich halte mich am Boden. So, hier gibt es auch noch welche. Das hier ist was anderes. Hm, hier gibt es noch einen Haufen. Sehr cool. So, kann ich da nach oben schießen? Tatsächlich, ich kann durch den Boden schießen. Verrückt. So, 10 von 15. Mit dem hier sind es 11. So, und 13 von 15. Und jetzt fehlt noch ein Mob. Ihr seht aber, das Questgebiet ist noch größer. Solltet ihr die Quest in VOTLK Classic machen, schaut einfach hier nach oben. Falls weiter unten die Mobs schon tot sind durch andere Spieler. Also hier im Norden sind auch noch einige Mobs. Quest ist bereit zur Abgabe. Wundertoll. So. Quest ist abzugeben bei Blutwache Herokill in der Drachenöde an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!